Wie ist denn das, wenn ich hier eine Schmelze zwischenstellen will? Ist es möglich? Ja, schon. Das Problem an der Geschichte ist, ich brauche ja auch noch Platz für Splitter und für Fusionatoren. So, von daher wäre es doch eigentlich schlau, wenn ich das hier nach unten laufen lasse. Dann kann ich den Quatsch da unten irgendwo verbinden. Das machen wir auf der Seite auch. Habe ich die eigentlich irgendwie? Nö. Habe ich nicht. Okay. So, gut. Alright, 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 alright. So, das hier muss noch alles weg. Gott. So, also jetzt möchte ich als allererstes einen Fusionator bauen. Weil ich jetzt entscheide, dass der Kram hier runterläuft und dann hier rein. So. Ach Junge. Der macht 30 Teile. Oh, warte, Moment. Ich habe hier einen. Ich verstehe, ich hatte hier einen MK2-Miner stehen. Oh, Scheiße. Okay, also nochmal. So, und der macht jetzt 60. Okay, machen wir erstmal so. Hundertfünfzig.
So, und der macht 120. Denn 120 ist der macht 120. Wie viel macht der? 150. Das sind 270. Okay. Das heißt, hier brauche ich MK3. Hier brauche ich MK2. Oh wow, das ist ja sogar gerade geworden, oder? Nee. Ist es jetzt gerade? Ja, jetzt sieht's gerade aus. So. Okay. Und jetzt brauche ich Förderbandsplitter. Davor kommt eine Schmelze. So. Die macht 30. 270 durch 30 sind 9. Aha. Das passt jetzt gerade nicht so gut. Scheiße. Schauen wir mal erstmal. Also 4 Stück habe ich schon. 5, 6, 7, 8, 9. So, warte mal. Jetzt muss ich mal eben... Klick. Okay.